Prima Com feiert Geburtstag. Ich dreh am Rad. Preis. Happy Surf Day. Jetzt gibt's Internet zum Jubelpreis. Surfen mit bis zu 32 Mbit Power. Ohne Datenlimit. Modem inklusive. Hol dir die Internet Plan 32 zum 15 Euro Geburtstagspreis in den ersten 12 Monaten. Fernsehen, Internet, Telefon. Jetzt nicht im Tierhandel. Nur auf primacom.de. Prima Com. Prima fantastisch. Die Super Sommer Werbewochen beim Elsterwelle Fernsehen. 2:1 heißt es im August. 2 Wochen lang werben und nur eine bezahlen. Sind Sie jetzt neugierig geworden? Dann rufen Sie doch einfach an. 03571 42540. Hoyerswerda 42540. Elsterwelle. Wir bringen Sie ins Fernsehen. Hier sind sie wieder, die Schnäppchenangebote in ihrer Fressnapf-Filiale. Allmonat Hua jetzt 5+1 gratis ab 1,09 Euro. 20% auf alle Multifit Natural Trocken-Kauartikel. 20% Sparaktion auch auf alle Jotta Farm Grünless Produkte. Futter für Wildvögel, Premiere, Energiemix und Hanfsamen jetzt 4,99 Euro. Das und viele andere Angebote ab Montag bei Fressnapf. Fressnapf, alles für mein Tier. Drehscheibe Lausitz, immer zur vollen Stunde, jetzt hier im Elsterwelle Fernsehen, mit Informationen aus der Lausitz und Sachsen. Schönen guten Abend zur Drehscheibe am Montag, dem 29. Juli. Waren Sie schon auf Schnäppchenjagd? Er läuft wieder, der Sommerschlussverkauf. Doch lassen sich die Sachsen bei diesen Temperaturen in die Geschäfte locken oder ruft doch eher der Badesee? Diese Frage geht jetzt an René Glaser, Geschäftsführer des Handelsverbandes Sachsen der Region Südwestsachsen. Herr Glaser, gehen die Sachsen denn bei dieser Hitze auf Schnäppchenjagd? Guten Abend, Frau Wollner. Die Sachsen gehen. Trotz der Hitze in den Einzelhandel, das freut uns sehr. Natürlich verlagert sich der Einkauf dann ein Stück weit in die Abendstunden, auch in den Vormittag. Deswegen hoffen wir, dass jetzt in der zweiten Woche das Ganze noch mal ein bisschen anzieht. Es ist noch ein Stück weit Luft nach oben. 3/4 der Einzelhandelsunternehmen beteiligen sich an dem Sommerschlussverkauf. Bislang sind wir recht zufrieden, aber wie gesagt, die Geschäfte sind noch gut gefüllt. Deswegen kann der Kunde dann auch noch seine Lieblingsware finden. Was sind denn die Renner in den Regalen und wie viel können die Kunden sparen? Also die großen Renner sind natürlich die Sommerartikel. Die Modehäuser haben also ausreichend Ware im Bereich Röcke, T-Shirts, Bademoden, Bikinis. All das wird auch sehr gut abverkauft. Natürlich beteiligt sich auch der Sportfacheinzelhandel am Sommerschlussverkauf. Auch andere Unternehmen, Möbelhäuser, Baumärkte, die Reglementierungen sind ja abgeschafft. Ja, und bis zu 70% lassen sich hier durchaus sparen und sehen wir Rabatte. Danke, Herr Glaser, für die Informationen. Sehr gerne. Wir haben es gerade gehört, große Rabatte warten in den Geschäften. Doch wie viel kann man tatsächlich sparen? Das haben wir für Sie herausgefunden. In Sachsen kann man derzeit einige Schnäppchen beim Sommerschlussverkauf schlagen. Und wie viel man tatsächlich sparen kann, das testen wir heute in Leipzig und Dresden. Ja, und beim Sommerschlussverkauf in Dresden versuche ich heute für 50 Euro ein schönes Sommeroutfit zu bekommen. Nachdem ich durch etliche Läden geirrt bin und nichts gefunden habe, habe ich jetzt einen richtigen Schnapper gemacht. Und zwar habe ich mir ein Cocktailkleid, ein langes, gekauft und ernsthaft 70% Rabatt gekriegt. Also kann ich sagen, das erste Schnäppchen für den Tag habe ich auf alle Fälle schon mal geschlagen und gucke jetzt natürlich noch weiter, weil meine 50 Euro will ich ja eigentlich wirklich auf den Kopf kloppen. Was Schuhe angeht, habe ich jetzt natürlich das absolute Schnäppchen getragen. Von 40 Euro auf 5 Euro runtergesetzt. Ich glaube, mehr kann man einfach nicht sparen. Aber es ist natürlich so, dass sie jetzt nicht typisch sommerlich sind. Allerdings sollte man sich vielleicht nicht so auf das Sommerthema einschießen, weil dann könnte es sein, dass man mit leeren Händen aus den Läden geht. Aber ich habe meine Schuhe des Tages gefunden und die ziehe ich heute Abend auch an.
entspannt shoppen. Sieht sicherlich anders aus, als bei 30 Grad durch teilweise schlecht klimatisierte Läden zu stapfen. Aber ich habe eine Menge gespart. Und zwar hätte ich für diesen ganzen Haufen über 180 Euro bezahlt. Und letztendlich habe ich nur 56 Euro wirklich bezahlt. Damit habe ich wirklich absolute Schnäppchen geschlagen und bin für heute, denke ich, die absolute Shopping Queen. Ich lade meinen Kameramann, der jetzt die letzten zwei Stunden wahrscheinlich durch die absolute Hölle gegangen ist, jetzt noch zum Eis ein und bin gespannt, wie es in Leipzig aussieht. Die Dresdner haben einkaufstechnisch schon mal vorgelegt und wir in Leipzig sind jetzt hier in sportlicher Mission unterwegs und wollen mal schauen, welche sportlichen Schnäppchen man für 50 Euro ergattern kann. Schnäppchen-Einkauf in Leipzig hat sich richtig gelohnt. Ich habe drei Teile mir geholt. Einmal den Bikini, die Flipflops und den Squash-Schläger. Eigentlich hätten die Artikel 105 Euro gekostet. Ich musste im Sommerschlussverkauf aber nur 58 dafür zahlen und habe somit ungefähr die Hälfte gespart. Ob kurze Hose oder Badeanzug, was Sie im Sommerschlussverkauf erstehen, können Sie in den nächsten Tagen gut gebrauchen, denn das Wetter bleibt weiter sommerlich. Wir sehen uns gleich wieder, dann mit aktuellen Meldungen vom Tage. Erleben Sie die Faszination eines uralten Handwerks am 10. und 11. August beim 9. Töpfermarkt in Hoske. Schautöpfern mit dem singenden Töpfer aus Trebus und zahlreichen Töpfermeistern aus ganz Deutschland, Hausschlachtnes und andere Lausitzer Leckereien zu Mittag und zur Kaffeezeit. Ein Fest für die ganze Familie am 10. und 11. August beim 9. Töpfermarkt in Hoske bei Wittichenau. Freundlich unterstützt von Elsterwelle. Je einfacher das Geld, desto einfacher die Welt mit dem Sparkassen-Girokonto. Martina? Martina? Ich wollte nur Geld abheben. Da! Einfach immer da, wenn man einen braucht. Das Sparkassen-Girokonto mit 25.000 Geldautomaten. Wenn's um Geld geht, na, na, na. Willkommen zurück bei der Drehscheibe mit den Nachrichten. Autofahrer im Freistaat müssen sich ab heute auf der A4 am Dreieck Dresden-Nord auf Behinderungen einstellen. Dort wird eine Großbaustelle eingerichtet. Auf 10 Kilometern wird die Asphaltdecke erneuert. Der Verkehr wird über die Gegenfahrbahn umgeleitet. Mehr Nachrichten vom Tage haben wir jetzt für Sie zusammengestellt. Der Rettungshubschrauber Christoph 33, der von der Station in Senftenberg abhebt, hatte von Januar bis Juni 865 Einsätze. Das sind 52 weniger als im Vorjahr. Das geht aus dem Halbjahresbericht der ADAC Luftrettung hervor. Die Station in Senftenberg ist mit zwei Hubschraubern, 11 Piloten und der Möglichkeit, auch nachts Einsätze zu fliegen, die größte Luftrettungsstation des ADAC im gesamten Bundesgebiet. Dort stationiert ist auch der Transporthubschrauber Christoph Brandenburg. Er startete 495 Mal und damit 76 Mal weniger als im ersten Halbjahr 2012. Der Transporthubschrauber wird hauptsächlich zur schonenden und zügigen Verlegung von Patienten in Spezialkliniken eingesetzt. Christoph Brandenburg ist deshalb seltener, aber dafür auf viel größeren Distanzen im Einsatz. Insgesamt hoben die Gelben Engel der Lüfte des ADAC in der ersten Jahreshälfte 2013 25.500 Mal von einer der 35 Stationen ab und versorgten dabei über 23.000 Patienten. Aus der Nachrichtenredaktion Oliver Schillem.
Glimpflich ist die Notlandung eines Ultraleichtfliegers Samstagmittag in Bernbruch ausgegangen. Der Pilot musste nach dem Ausfall des Motors sein Fluggerät in einem Rapsfeld landen. Beim Aufsetzen rollte es in einen Graben und schlug mit dem Bug auf. Es wurde dabei erheblich beschädigt. Der 63-jährige Pilot und sein Mitflieger blieben unverletzt. Sie waren in Brauna bei Kamenz gestartet. Nach bestandener Prüfung haben am Samstag 88 Jugendliche aus 10 Städten und Landkreisen im Rahmen einer Feierstunde die Leistungsspange der Feuerwehr erhalten. Die 18 Mädchen und 70 Jungen hatten seit dem 21. Juli an der Ausbildungswoche zum Leistungsabzeichen der Deutschen Jugendfeuerwehr in Nahr teilgenommen. Die Prüfung bestand aus 5 Stationen. Dort zeigten die jungen Feuerwehrleute, dass sie Feuer sicher löschen können, dass sie schnell sind sowie das notwendige theoretische Wissen haben. Dabei gehört beispielsweise auch körperliche Fitness zu den Anforderungen. Derzeit engagieren sich 11.540 Kinder und Jugendliche in fast 1.000 Jugendfeuerwehren in Sachsen. In Sachsens Handwerk werden Friseure und Fachverkäufer gesucht. Wenige Wochen vor Beginn des neuen Schuljahres gibt es überall im Kammerbezirk Dresden noch freie Lehrstellen im Handwerk. Allein im Kammerbezirk Dresden haben mehr als 450 Betriebe freie Lehrstellen gemeldet, darunter einige sogar bis zu 5 Angebote. Absoluter Spitzenreiter sind Friseure und Fachverkäufer für das Lebensmittelhandwerk mit jeweils 86 freien Lehrstellen, aber auch Elektroniker mit 83 und Bäcker mit 50 noch zu besetzenden Ausbildungsplätzen sind nach wie vor sehr gefragt. Nicht jeder wird tatsächlich in seinen Traumberuf ankommen. So sind bei einem der beliebtesten Berufe, dem Kraftfahrzeugmechatroniker, vergleichsweise wenige Lehrstellen frei. Einige Berufe sind auch deshalb wenig gefragt, weil man zu wenig darüber weiß. Es ist eine Aufgabe des gesamten Handwerks, hier Wissenslücken zu schließen, so Andreas Brzezinski, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Dresden. Aus der Nachrichtenredaktion John Haferburg. Im Hoyerswerdaer Ortsteil Knappenrode ist am vergangenen Wochenende mit einem bunten Programm und einem Festumzug das 100-jährige Bestehen der Bergarbeitergemeinde gefeiert worden. Zu den weiteren Höhepunkten des Jubiläums zählte eine Ausstellung im Bürgerzentrum und eine Festsitzung, in der man an die Geschichte des Ortes erinnerte. Die wurde auch in 30 unterschiedlichen Bildern im Festumzug dargestellt. Zuschauer sagten der Elsterwelle: Ich bin aus Hoyerswerda, bin hierher gegangen, weil ich mal 20 Jahre hier tätig war, gearbeitet habe. Und ich bin mit dem Gedanken hierher gegangen, was wird denn hier eigentlich für ein Umzug sein? Und nun war ich ganz erstaunt, dass hier derart in derart großer Festzug schließlich hier in der Gemeinde gezeigt wurde, nicht? Und vor allem, dass eben auch die Nachbardörfer sich hier, die Nachbargemeinden sich hier mit präsentiert haben. Ich fand es schön. Also bisher muss ich sagen, sehr gut. Der Umzug war hervorragend. Und ich war eigentlich ein bisschen überrascht, dass man so viel hier noch auf die Beine stellt. Also ich muss sagen, die haben sich sehr viel Mühe gegeben in der Vorbereitung. Ich weiß, dass schon 2 Jahre vorher sich ein Komitee hier gebildet hat. Und dass das Tolle ist, ist ja nicht die Feier schlechthin, sondern es ist auch die Ausstellung über die Geschichte, 100-jährige Geschichte dieses Ortes. Ich habe gestaunt. In dieser Wärme, wie es heute ist, so, die Leute haben sich viel Mühe gegeben. Alle Achtung für die, alles organisiert haben hier. Es hat mir bis jetzt sehr gut gefallen, der Umzug, und ich bin selber mitgelaufen mit meinen Kindern im Kindergarten. Hat sehr, sehr gut gefallen, haben sich sehr viel Mühe gegeben und ich glaube, die Leute haben es auch gelohnt, dass sie bei dem Wetter hierher gekommen sind. In der Nacht haben Gewitter endlich Abkühlung für Sachsen gebracht. Wie es in den kommenden Tagen beim Wetter aussieht, das erfahren Sie gleich bei uns. Immer gut informiert mit Elsterwelle, dank Ihrer Werbung und ganz ohne Gebühren. Zur dieswöchigen Umfrage haben wir uns zur Sächsischen Landesfeuerwehrschule in Naht begeben. Wir wollten einmal von den Jugendlichen wissen, was sie dazu bewegt, zur Freiwilligen Feuerwehr zu gehen. Okay, also mein Onkel ist in der Feuerwehr und da habe ich dann damals, wollte ich das dann auch unbedingt, und dann hat sich Freundschaft entwickelt und alles. Ist irgendwie wie zweite Familie bei uns. Na, ich denke mal, es ist bei uns auch durch Schule, ja, Freunde. Ja, durch Schule und Freunde, und wir hatten das mal angeguckt und ja, da hat uns eigentlich gleich gefallen und dann habe ich überlegt, dann habe ich meine Mama gefragt und ja. Es ist bei mir auch durch Familientradition, ist alles Mutti, Vati, Opa, alles Feuerwehr. Ja, ich finde in jungen Jahren, das stärkt den Teamgeist und allgemein auch alles, dass man irgendwo dazugehört und Freunde findet auch im Dorf, dass man überhaupt erstmal was unternimmt. Ich bin schon ein paar Jahre in der Feuerwehr, jetzt insgesamt 9 Jahre.
Und es ist bei uns schon Tradition von unserer Feuerwehr aus, dass wir jedes Jahr hierher machen. Also, ich bin zur Freiwilligen Feuerwehr gegangen, weil es mir gefallen hat, die Zusammenarbeit und diese Atmosphäre in der Gruppe zusammenzuarbeiten. Ganz besonders bei schwierigen Aufgaben finde ich einfach nur super. Und zusammen, vor allen Dingen auch der Zusammenhalt in der Feuerwehr ist super. Das hat mir alles so gefallen, dass ich mich entschlossen habe, in die Jugendfeuerwehr zu kommen. Ja, ich bin in die Feuerwehr gekommen, weil es mir halt auch gefallen hat, wie die Gruppe alle zusammenarbeiten und dass es da halt auch scheinbar keine Streitereien gibt. Und weil es halt einfach auch eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung war, die mir halt auch im späteren Leben geholfen oder helfen wird. Was mich weg zur Feuerwehr zu gehen, immer Leuten zu helfen, auch Hobby. Spaß dran, ist interessant, es ist, sagen wir, man kann es halt auch viel im Alltag mit nutzen, auch manche Knoten oder anderes, Inhalte, ist halt einfach die beste Sportliche, wo man immer einen Platz braucht, man kann das überall mitmachen, ja, es ist überall verteilt, es ist eine große Gemeinschaft, ein großer Freundeskreis, man lernt neue Leute kennen, also an sich optimal, meiner Meinung nach besser als wie beim Sport. Du noch was? Ich finde die Gemeinschaft toll. Also, dass man auch Freunde kennenlernt durch die Feuerwehr und mit denen dann auch in der Freizeit was machen kann. Es verbindet halt so ein Hobby. Ja, also es gibt halt viele Einsätze, die sind abwechslungsreich und es macht Spaß, Leuten zu helfen, dass man sich da mit dem Team einbringen kann. Neben dem Bedürfnis, den Menschen zu helfen, macht den Jugendlichen der Feuerwehrschule die Zusammenarbeit besonders viel Spaß, denn Teamwork ist hier das A und O. Zum Frühstückstreff für junge Muttis lädt am Dienstag das Team vom Mehrgenerationenhaus Südtreff in der Schweizer Straße in Hoyerswerda ein. Treff ist 9 Uhr. Auf der Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda kann man sich am Dienstag entspannen. Dies geht ab 10 Uhr beim Herstellen und Auflegen einer Gurkenmaske. Ab 14 Uhr stehen Erntearbeiten im Farmgarten im Programm. Ein Sommerfasching wird am Dienstag im Jugendclubhaus Ossi in der Hermannstraße in Hoyerswerda gefeiert. Los geht's 10 Uhr und der Nachbarschaftshilfeverein Hoyerswerda lädt am Dienstag zum Kaffeeklatsch in seine Räume im Fließhof am Marktplatz in der Altstadt ein. Die Tische sind hier ab 14 Uhr gedeckt. Nachts örtlich langsam abziehender und teils gewitteriger Regen, später trocken, Tiefstwerte 17 bis 15 Grad. Am Dienstag heiter bis wolkig, vereinzelt sind auch Blitz und Donner nicht ausgeschlossen, zum Abend hin deutlich nachlassend, maximal 23 bis 26 Grad. Das war die Drehscheibe für Montag. Morgen geht es bei uns unter anderem um die neue Sommerausstellung auf Schloss Wackerbarth in Radebeul. Das Team der Drehscheibe wünscht Ihnen noch einen schönen Abend. Bis morgen.